Hallo Freunde und willkommen wieder zurück zu meinem Minishcap Let's Play. Ja, im letzten Part habe ich mich erstmal ein wenig hier in der Stadt umgesehen und dann bin ich zurück zum Schloss gegangen und habe dort die heilige Stätte betreten und dort konnte ich die Kraft vom Erdelement und auch vom Flammenelement auf das weiße Schwert übertragen und es hat sich auch ein wenig verändert. Ich habe hier jetzt nämlich das weiße Schwert der 2 und es besitzt die besondere Fähigkeit, dass ich mich auf speziellen leuchtenden Platten auf dem Boden zweiteilen kann. Also es entsteht dann ein Abbild von Link, quasi ein Doppelgänger, und damit lässt sich einiges anstellen. Zum Beispiel kann ich dann 2 Schalter gleichzeitig betätigen oder auch schwerere Objekte verschieben. Da lässt sich sehr viel damit anstellen. Und als ich dann das Schloss verlassen habe, bin ich doch tatsächlich Fatih begegnet. Und dann haben wir erfahren, dass sowohl Fatih als auch Ezelo beide ursprünglich vom Volk der Minish abstammen. Ja, die waren früher beide mal Minish, aber Fatih hat eine merkwürdige Mütze gefunden, die angeblich Wünsche erfüllen kann. Und dadurch hat er sich dann in seine jetzige Gestalt verwandelt. Und Ezelo wurde ja ebenfalls von dem Fluch des Hexenmeisters getroffen, wurde halt eben in diese merkwürdige Mützengestalt verwandelt. Genauso ist das halt passiert und jetzt wissen wir halt mal Bescheid. So, und ich möchte jetzt erstmal wieder zurück zum Gongolberg, weil ich mich ja jetzt eben zweiteilen kann. Ja, Fuß des Gongolberges. Weil ihr wisst ja sicher noch, dass es hier ja eine Höhle gab, wo es eben 2 Schalter gab, die man gleichzeitig drücken musste, und das konnte ich ja bislang noch nicht machen. Und ihr seht auch, das weiße Schwert der 2 ist natürlich stärker als das Schwert des Alberich. Ja, hier, diese Viecher brauchen jetzt nur noch mal einen Schwertschlag statt 2 oder 3. Das ist richtig geil. So, ich glaube, da kann ich hier einfach wieder hier hochklettern. Da habe ich eine Abkürzung. Genau, Gongolberg. Aua! Fies. So, hier rauf. Dann hier noch hoch. Und hier noch rauf. Dann hier rein. Genau. Ja, hier sind diese beiden Schalter, die gleichzeitig gedrückt werden müssen. Und hier sind eben diese bunten Platten. Und der Trick ist, dass man sich jetzt einfach verdoppelt. So. Zack. Und weiß gar nicht. Das geht sich genau so aus. Und die Tür ist offen. Was zum... Ein verstecktes Dojo. Und ein Herzteil gibt's hier auch. Herzteile halten. 4 Herzteile geben einen neuen Herzcontainer. Deine Herzzahl erhöht sich und du hast wieder volle Energie. Na bitte, einen Herzcontainer mehr. Ist das nicht geil? Und hier gibt's noch 2 Schatztruhen. Großen grünen Rubin. Gleich 50 grüne Rubine erhalten. Wahnsinn. Und hier drüben nochmal. Also habe ich hier 100 Rubine gefunden. Und dann haben wir hier einen neuen Schwertmeister. Ich bin Maximus, der wahre Meister des Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja, bitte. Wohlan, ich werde dich die Technik des Wirbelhiebes lehren. Erstens drücke das Steuerkreuz und R für eine Vorwärtsrolle. Zweitens drücke kurz vor dem Aufstehen den Knopf für das Schwert. Drittens, du zückst das Schwert mit einem Schrei. Dies ist der Ablauf. Hast du das verstanden? Na klar. Hoho, gute Antwort, du bist ein guter Schüler. Doch Schwertechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Nun also das Marionettentheater von Meister Maximus. Sehe und staune. 1, 2, 3, Marionette nun sei. So, nun versuche es selbst. Drücke das Steuerkreuz und R zum Rollen, ziehe dann das Schwert. Kurz vor dem Aufrichten. Okay. Sehr gut, ich überreiche dir diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du deine Schwerttechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Du hast den Wirbelhieb erlernt. Jeder Hieb ist von enormer Kraft.
Na, ist das nicht geil? Erstmal ein Herzteil gefunden, sodass ich wieder ein Herz mehr habe. Und dann habe ich eine neue Schwertechnik erlernt. Genau, hier, das ist hier die Wirbelattacke und hier drüben der Steinspalt und hier eben der Wirbelhieb. Und wir sehen ja die verblüffende Ähnlichkeit zwischen Meister Magnus und Meister Maximus. Soweit ich weiß, sind diese ganzen Typen auch alle miteinander verwandt. Die sehen halt nur farblich anders aus, haben eine andere Haarfarbe und tragen andersfarbige Kleidung. Labern aber irgendwie alle das Gleiche, also die haben auch immer so eine Marionettentechnik halt, wo man das mal selber sehen kann. Und schon habe ich eine neue Technik erlernt. Gut. Aber ich glaube, irgendwo hier... So, jetzt werde ich mich erstmal um diese blöden Mistviecher hier kümmern. Irgendwo hier komme ich, glaube ich, noch wo an ein weiteres Herzteil ran. Und zwar muss das wieder irgendwo versteckt sein. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, wo. Ich guck gerade. Hier glaube ich nicht, aber irgendwo... Ich glaube, das war weiter unten. Irgendwo hier weiter unten... man eben wieder mit einer Bombe eine Wand einreißen muss, die nicht sofort erkennbar ist. Also wo keine Risse drin sind, aber die sich halt trotzdem aufsprengen lässt. Ich glaube, das war sogar am Fuß des Berges unten. Aber wo? Wo war das nochmal? Wartet hier vielleicht bei den ganzen Staub, oder was das hier sein soll? Vielleicht? Nö, hier nicht. Vielleicht hier weiter unten. Aber irgendwo hier war was, das weiß ich noch. Das habe ich nur bei meinem ersten Besuch vergessen gehabt. So, hier sind ja diese Wirbelstürme. Mal gucken. Ja, da drin ist ja nix. Ich glaube, ich gehe nochmal hier durch. Zack. Und ups. So, die können mich mal. Daneben. So, ich glaube vielleicht, wenn ich hier mit den Wirbelstürmen mitfliege, hier so rüber, dass hier vielleicht irgendwo was war. So. Und unten stirb. So, du stirbst auch mal. So, vielleicht gleich hier? Nee, das würde man ja immer mit dem Schwert hören. Aber ich weiß, dass hier noch wo was war. Ich muss es nur finden. Hier war ja das Loch. Und hier ist das andere. Irgendwo muss es aber sein, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo das war. Aber wenn ich wieder hochklettere, ist das auch doof. Es muss irgendwo, muss das gewesen sein. Da ist es uns nichts. Vielleicht weiter hier oben. Ah, hier. Ich glaube, hier war das. Seht mal, hier sind ja einfach so nur zwei Bäume mit dem Weg. Das denkt man sich, aber sollten das? Ah, hört ihr das? Ich hab's gefunden. So, und hier jetzt einfach eine Bombe legen und kurz warten. Und BAMS! So, und hier drin kann ich erstmal ein paar Felsen zerstören. Und hier ist das Herzteil, was ich gemeint habe. Und hier drin... ein blaues Glücksfragment. Und hier drüben
nochmal 50 Rubine. Awesome. Und ein weiteres Herzteil. Super. Wunderbar. Wunderbar. Ich weiß aber nicht, ich bild mir ein, hier gab's noch wo eins. Kann mir die Karte jetzt auch nicht wirklich weiterhelfen, aber ich weiß, dass es hier irgendwo noch etwas gab. Ich glaube, das war aber weiter oben. Hier ist doch jetzt irgendwo die grüne Bohne, ne? Also da, wo ich das Gongol-Wasser gebraucht habe, hier. Wenn ich jetzt hier hochgehe, hier hochklettere, muss ja hier noch irgendwo was sein. Na, hier vielleicht. Das sind ja auch so viele Viecher. Wow. Aua. Hier? Tatsächlich, hier ist was. Also dann, eine Bombe. Und... ja! Ein Feenbrunnen! Mit einem weiteren Herzteil. Geil! Jetzt habe ich schon wieder zwei. Super, das heißt, ich habe jetzt... drei Herzteile hier beim Gongolberg gefunden. Das ist ja richtig geil. Das eine bei Meister Maximus. Dann das eine von vorhin und jetzt noch das hier. Einfach nur geil. Na gut, ich glaube, das war's jetzt auch hier. Dann kann ich ja wieder gehen. Mehr fällt mir hier jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ein. Das waren jetzt eh ganze drei Herzteile auf einmal. Das ist ganz schön viel. Richtig gute Bilanz für diesen Part, aber der ist noch nicht vorbei. Wartet mal. Wie sieht's denn jetzt aus? Fragmente? Naja, ich habe zwar drei blaue von denen und drei von denen und eins von dem, aber... dieser Eremit, der da weiter oben lebt, der wollte ja meistens grüne Fragmente haben. Da habe ich dabei gar keine. Das finde ich jetzt etwas doof. Mit dem werde ich später noch Fragmente feiern. Ja, der läuft mir ja nicht weg. So, und... den Berg verlassen. So, hier geht's noch nicht weiter. Wenigstens kann ich ja dank des Steinspalters mal hier die ganzen Steine einfach zerschlagen. Und die Gegner natürlich auch. So, ich gehe mal hier lang. Ist hier was? Nö. Ah, hier, nördliche Ebene von Hyrule. Da ist wieder diese Brücke, die nicht ganz... normal ist, also die ja unterbrochen ist, aber hier habe ich ja ein Loch mit dem Wirbelstab. Und hier ist ein Hebel! Zack! Und... jawohl! Ich habe eine Abkürzung gebaut. Ich kann's halt. Gut, dann gehe ich aber noch nicht in die Stadt, weil ich kann mir jetzt, soweit ich weiß, sogar noch ein weiteres Herz holen. Oh ja! Und zwar ist das hier oben im Nordosten. Da, wo ich hier auch eben Bomben brauche. Genau hier. Kann ich jetzt auch die Steine wegbomben. So, spreng den Stein. Genau. Seela-Wasserfall. So, das Herz da drüben, das meine ich aber nicht. Und das komme ich gar nicht dran, weil ich ja noch nicht schwimmen kann. Moment mal, das bringt mir hier eigentlich gerade überhaupt nichts. Aber der Seela-Wasserfall ist schon mal eingezeichnet. Ich glaube, das ging anders. Das ging irgendwie anders. Und mal hier drüben wieder. Lon-Lon-Farm. Hier ist ja noch so ein Loch. Schwupps und hopp. So, wieder beim Seela-Wasserfall, aber woanders. So, und jetzt hier runter. Wow, Sandgräber. Oh, er hat sich selber in die Luft geschwommen, was für ein Trottel. So, hier drüben ist ein Herzteil. Einfach so. Jetzt hast du drei Herzteile, noch eins und du hast ein Herz mehr. Richtig geil.
So, und hier... Gut, hier kann ich eh nichts machen. Aber gut, der Sela-Wasserfall wird auch später für die Hauptstory auch noch wichtig werden. Aber immerhin. So, hopp. Schwupps. Oh, schon wieder Akrobanditen. Und zack, Multischlitz. So ist doch schön. Und hier nochmal welche. Und zack, weg, boom. Ah, hier kann ich auch mal alles schön zerbomben. Weg frei räumen. Ah, ein grünes! Ein grünes Glücksfragment! Geil! Was habe ich für ein Glück, ne? Schon wieder diese Trottel hier. Jetzt stimmt doch mal! Ist ja nicht auszuhalten. Oh, seht mal! Seht doch mal, wen wir hier haben! Ein altbekanntes Gesicht aus Ocarina of Time. Es ist Marlon! Wo ist Vater nur hingegangen? Ich war unterwegs. Und jetzt ist die Tür verschlossen und ich komme nicht ins Haus. Oh, das ist natürlich sehr blöd. Und sie steht auch ausgerechnet hier davor. Das ist jetzt doof. Kann ich gar nichts machen. So, wartet mal. Hier, östliche Hügel. Hier müssten, glaube ich, zwei Bauern sein. Ja, nee. Irgendwie gerade nicht. Oder sind die im Haus drin? Nee. Wo stecken die denn? Hier sind wirklich zwei Bauern, die sonst immer hier das Feld bestellen. Aber sie sind irgendwie gerade nicht da, ne? Die kommen vielleicht auch erst etwas später zurück. Macht nichts. So, hier kommen wir auch nicht weiter. Nee, dann geht's hier ja eh noch nicht weiter. So, gehen wir erstmal wieder back to town. Back in town. So. Will hier irgendjemand vereinen? Sie möchte! Du willst Fragmente vereinen? Sehr gern. Heidi! Oh, tut mir leid, es passt nicht. Du willst nicht? Na, dann vielleicht beim nächsten Mal. Jupp. Will die Lehrerin vielleicht vereinen? Nö. Die steht einfach nur so da mit ihrer Patch und so. Der Postbote möchte auch nicht. Der Opa vielleicht? Ne, mit dem habe ich ja schon mal, aber manche Leute wollen ja mehrmals vereinen. Muss man immer wieder ausprobieren. Sie vielleicht? Ne, auch nicht. Hier drin? Ach so, ja, der Typ da, aber der hat ja was, was bei mir gar nicht passt. Oh, schade. Gerade bei dem passiert ja dann was richtig Geiles, wenn man das passende Fragment hat. Tja. Ich möchte aber vereinen. Schauen wir mal hier auf dem Marktplatz. Was ist mit du? Nö. Ah, er möchte. Fragmente vereinen, sehr gern. Brokkoli! Mampft gerne Brokkoli und trotzdem hat er wieder nichts Passendes, oder? Ich habe nichts Passendes und er möchte nicht, die Oma möchte auch nicht. Der Typ möchte. Es ist Jan. Mann, warum habt ihr denn alle dasselbe? Ihr seid doch scheiße. Die haben alle das Gleiche, das ist doch voll langweilig. Komme ich hier jetzt endlich mal rein? Ach so, ich fürchte, die ist noch geschlossen. Fies, Mann. Der Geist möchte nicht. Anju möchte auch nicht. Es scheint jemand hier zu sein. Vielleicht sollten wir nicht reingehen. Ja, da wohnt ja auch gerade keiner. Was ist mit dir? Nö, nee, auch nicht. Ah, sie möchte. Schon wieder Gabi. Ich meine, warum haben die alle das Gleiche? Das ist doch voll dämlich. So, hier drin. In dem Café hier. Lass mich raten, du hast auch wieder... Wie heißt der? Xiaomi? Der heißt Xiaomi, aber der hat auch wieder nichts Passendes. Sie möchte nicht. Er möchte nochmal. Das ist Herr Glücksbeutel. Ah, na bitte, bei dir passt es endlich mal. So. Endlich mal was Passendes. Ach du meine Güte, wo ist das denn? Ach, bei der Lon-Lon Farm, okay. Es hat geklappt, jetzt wird uns beiden etwas Gutes geschehen. Tschüss. So, und du? Ah, sie möchte auch. Wie heißt die Letizia? Ja, leider nichts für dich dabei, aber... Wir sehen, hier ist ja wieder so ein... so eine Vase. Und dieses Regal hier kann ich, soweit ich weiß, verschieben, oder?
Ja, seht mal, hier sitzt so eine Art Leiter. Das heißt, Wirbelstab, zack, und dann mache ich mich mal klitzeklein. Dann kann ich hier nämlich hoch und hier mal reingehen. Und schon bin ich beim Dachstuhl hier oben. Das duftet ja wunderbar. Hier ist sogar ein Apfel. Die rote Mütze der Waldminisch gefällt mir. Ja, hier seht ihr jetzt mal zum ersten Mal, dass es verschiedene Minisch gibt. Das hier sind die Waldminisch aus dem Tuloria-Wald. Dann gab es ja noch die Bergminisch. Also, das ist eigentlich jetzt nicht das erste Mal. Aber hier seht ihr zum ersten Mal die Stadtminisch, die hier eben in der Stadt leben. Die blaue Mütze der Stadtminisch gefällt mir. Ja, ihm gefällt die rote Mütze und ihm die blaue. Das ist auch ganz nett. Hier ein Stück Käse und ein bisschen Brot, eine Kerze. Das ist so richtig niedlich eingerichtet. In der Stadt ist richtig was los. Die sind alle so schick hier. Ja, hier sogar kleine Tische und alles. Das ist einfach so geil. Die haben sich das hier so super duper schön eingerichtet. Also ich finde Die Waldminisch sind gerade zu Besuch. Ja, das sehe ich. Ja, ist einfach nur richtig supi. So. Also seht mal. Ich kann jetzt hier oben langlaufen und lande. Oben beim Laden. Sind ein paar fiese Käfer. So, komm. Oh, voll runtergeboxt. Schups und schwups. Alter, verpiss dich. Hey, hier ist eine Rolle Garn und ein paar Knöpfe und... Oh, eine Schatztruhe und ein wildgewordener Flowerkäfer. Und so eine fette Fliege. So, was haben wir denn hier? 10 mysteriöse Muscheln. Ah, seht mal. Nanu, ich könnte schwören, dass da jemand ist. Ist wohl Einbildung? Nee, ist keine Einbildung, aber... Dabei würde es mir nicht wirklich was bringen, aber ich kann mich ja trotzdem mal größer machen. Schwupps. Nanu, also ist da doch jemand. Auf einmal bist du hier hinten. So geht das nicht. Einfach hier reinkommen und mich erschrecken. Ja, normalerweise müsste hier irgendwas sein, aber das ist jetzt auch noch nicht da, weil ich noch nicht weit genug im Spiel bin. Macht aber nichts, aber wir sehen, er hat gerade was Neues im Angebot, abgesehen von Bomben und dem Schild und den Muscheln hat er da noch was Interessantes, was mich interessiert, aber ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann. Ich glaube, das war ziemlich teuer. Das war, soweit ich weiß, sogar verdammt teuer. Na gut, dann seht ihr mal, dass man hier lang gehen kann. So, ich kann auch einfach runterspringen. Schwupps, und schon bin ich hier unten. Und... weiß gar nicht, ich kann ja auch mal hier rausgehen. Hey, sind ja noch mehr Startminisch. Ein rosa und ein grüner. Dieses Café ist so lebendig, man hört die unterschiedlichsten Geschichten. Lass bloß keinen auf uns drauftreten. Oh ja, das wird ziemlich, ja, schmerzhaft. Ach, egal. Wartet mal. Hier kann ich ja mal reinschauen. Oha, oh, guten Tag. Willkommen in Schlumms Schuhladen. In letzter Zeit werden Schuhe wie von selbst fertig, während ich schlafe. Ich bin schon ein Naturtalent, wenn ich sogar im Schlaf Schuhe machen kann. Na, ob du das wirklich selber bist? Glaube ich nicht so ganz. So, und hier ist auch irgendwas... So, auch noch geschlossen. Langweilig. Warum hat ihr alles noch geschlossen? Das ist doch voll dumm. Dann eben nicht. Ich kann ja hier mal in den Brunnen rein. Das geht nämlich auch. So, aber... Oh, bringt mir gerade überhaupt nichts, weil ich nicht schwimmen kann. Immer noch nicht. Geht auch erst später. Na gut. Also, das hat zu. Da ist das Haus des Bürgermeisters, mit dem habe ich sogar schon mal Fragmente vereint gehabt. Na gut, also hier scheint ja dabei irgendwie überhaupt nichts zu sein. Dann muss ich, soweit ich weiß, eh mal hier wieder lang. Und hier runter.
So. Und seht mal, hier kann ich jetzt, weil ich mich auf zwei teilen kann, diesen schweren Steinblock verschieben. Was ich alleine nicht schaffen würde. So. Dann hier wieder hoch. Zack. Dann kann ich hier gleich mal eine Wand einreißen. So. Ein Morblin. Fettes Schwein. So. Schauen wir mal kurz vorbei. Ah, eine Truhe und viele Fledermäuse. Haut ihr ab! Ein rotes Glücksfragment! Oh, es könnte... Na, nee, ich glaube, das ist doch nicht das, was für diesen komischen Fremden da in der Stadt passt. Ich glaube, das war wieder ein anderes. Aber egal. So, was ist denn hier? Was ist das denn? Guten Tag, ich bin Poemon, Dichter von Hyrule. Du bist Link, nicht wahr? Ich bin viel gereist und habe dabei Gedichte geschrieben. Doch jetzt, da ich wieder nach Hause will, ist mir der Heimweg versperrt. Außerdem ist das hübsche Fragment, das ich unterwegs fand, verschwunden. Es ist furchtbar. Vielleicht habe ich es im Hotel liegen lassen. Ich werde ein Gedicht über meine Trauer schreiben. Die Sterne stehen am Himmelsdach, so nah und doch so fern. Weg, na weg ist ein halbes Siegel, ach, ein ganzes hätte ich gern. Hm. Komischer Typ. Aber mit dem kann ich irgendwann auch noch Fragmente feiern. So, hier wieder diese fiesen Füchse, wenn die mich erwischen mit ihren Dolchen, dann verliere ich viele Rubine, das ist voll gemein. Aha. Mächtig verdächtig, und das kann ich jetzt auch mal verschieben. So, was ist hier drin? Okay, ein Feenbrunnen. Gut zu wissen. So, gehen wir mal hier weiter. Westliches Wäldchen. Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre eine böse Macht im Schloss. Oder bilde ich mir das nur ein? Fatih! Oh mein Gott, was macht der da? Nanu, wer bist du? Du bist Fatih! Wie bist du hierher gelangt? Oh, was tust du da? Sind alle anwesend. Der König von Hyrule wird nun zu uns sprechen. Hey. Ihr alle wisst von dem Force, das uns die Minish übertragen haben. Ja, genau. Grenzenlose Zauberkraft. Force, auch goldenes Licht genannt. Ich will es haben. Es muss irgendwo in Hyrule sein. Ihr macht euch jetzt alle auf den Weg und sucht das Force. Trödelt nicht lange rum. Los, sucht das Force. Wer sich weigert, wird mitsamt seiner Familie eingekerkert. Auf, durchsucht ganz Hyrule bis in seine letzten Winkel. Ich habe so ein komisches Gefühl. Hoffentlich geschieht nichts Schlimmes. Lass uns das Element suchen. Der Karte zufolge sind wir ganz nah dran. Okay, das war jetzt echt merkwürdig. Vor allem, das, was warum Fahrt über dem Schloss erschienen ist, das kann überhaupt nichts Gutes bedeuten. So, hier kann ich mir auch eine Abkürzung bauen. So. Vor allem... Der König würde doch niemals nach dem Force suchen lassen. Das ist... Da kann einfach irgendwas nicht ganz stimmen. Wow, 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 wow. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ah, verdammt. Scheiß blöde Bomben hier. Na, dann eben nicht. Egal. Geheime Welt von Tabanta. Wo bin ich denn hier gelandet? Das ist also die Welt von Tabanta. Was für ein feuchter, sumpfiger Ort. Aber dahinter finden wir das Element. Steh hier nicht rum, los Link! Vorwärts, weiter geht's! Okay, also ich bin hier gerade in einem Sumpfgebiet. Was zum... Oh, Hilfe! Oh, Hilfe! Ich ertrinke! Puh, zu Fuß kann man den Sumpf offenbar nicht durchqueren. Wir müssen uns etwas einfallen lassen.
Na super, hier komme ich ja dabei noch gar nicht vorbei, aber das wusste ich natürlich. Aber ich musste erstmal hierher kommen, damit dieses Ereignis ausgelöst wird. Und jetzt muss ich wieder in die Stadt zurück. Weil in der Stadt wird sich jetzt etwas verändert haben, wodurch ich dann hier weiterkommen kann. Aber, liebe Freunde, ich werde diesen Part jetzt einfach mal beenden, weil er eh schon eine knappe halbe Stunde lang ist und deswegen passt das eigentlich sehr gut. Ich bin ja froh, dass ich in diesem Part so viele Herzteile gefunden habe, ist richtig krass und geil. Und ja, seht mal, jetzt ist auf einmal Terry wieder da, weil ich ja den Platz gesäubert hatte ganz am Anfang mit meinem magischen Guck. Jetzt ist er wieder hier und er verkauft hier auch was Feines, aber was er genau verkauft, das erfahrt ihr dann erst im nächsten Part. Ich mache hier einfach mal Schluss und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder, Freunde. Tschüss!